Everything changes. Hallo und herzlich willkommen hier auf mein Sender MZ80. Wir spielen Farm Simulator 2015 noch. Und zwar sind wir in Westbridge Hills und wir wollen heute gerne mit den Holmer Gülle aufs Feld bringen. Wir haben Mais angesät und müssen jetzt noch das Feld düngen. Wir haben das Gerät schon voll getankt mit Gülle. So, jetzt können wir vorne lenken. Okay. Kann ich ein bisschen besser fahren. Mit den Hundegang kann ich nicht so gut klar kommen. So, wir fahren einfach mal hier lang. Hier haben wir noch ein Maisfeld, was zum Abernten ist. Das wollen wir in der heutigen Folge auch machen. Haben wir auch schon was vorbereitet. Wir haben da ein paar Anhänger, einige Traktoren und den Häcksler bereitgestellt und wollen nachher noch Mais-Silage machen. So, aber als erstes gehen wir doch mit den Holmer Gülle aufs Feld bringen. So, fahren wir am Kuhstall vorbei hier. Wir haben 100 Kühe. Momentan 100 Milchkühe. So, und da ist schon unser Feld. So, jetzt muss ich mal schauen, was hat der eigentlich für eine Arbeitsbreite? Und kann ich das eigentlich so? Das ist nicht breit genug. Verdammt. Boah. Jetzt haben wir es nämlich schon. Okay, wir müssen hier starten. Er streut nicht so weit. So, okay. Das sieht schon besser aus. Das Mais wächst schon, wie verrückt. Und er bringt da... Reicht das bis am Rand? Ja, es geht gerade so auf die Gülle. Wie weit kommt er da mit so einer... Mit so einem Vehikel? Wenn wir fliegen, schaffen wir eigentlich recht viel, ne? Da schaffen wir eigentlich bloß eine Bahn. Und wenn er jetzt die Tanks da voll hat, das ist verdammt weit. Okay. Lassen wir uns überraschen. Wir können ja in der Zeit schon mal den Häcksler parat machen, wenn der hier weiter Gülle aufs Feld bringt. Damit wir nachher weiter ernten können, unsere Mais-Silage. Also, schalten wir mal durch, bis wir da unser tolles Gerät gefunden haben. Da ist es schon. So, jetzt heißt es Mähwerk ausklappen. Jawohl. So muss das sein. Was? Okay. Gleich mal tiefer gelegt. So, und dann fangen wir doch an. Wir müssen da das Rohr noch hochfahren, sonst ist er nicht bereit. Wenn wir jetzt starten, macht er wahrscheinlich gerade hier die Anhänger hier neben voll. Nein. Wir steigen in den Traktor. Fahren mal daneben. Aha, es geht schon los, okay. So, ich bin parat. Du auch? Jawohl. Komm, schmeiß mir was rein hier. Ein bisschen häckseln. Was jetzt? Da drüben musst du noch nicht. Jetzt bin ich ja hier. Das habe ich nämlich genau gewusst. Damit da wieder die findet er nämlich besser da, die Anhänger. Schmeiß das nämlich da rein. Hey. Hallo. Irgendwie hat er da ein Problem. Kopf.
Wir haben den Traktor zu weit hier ans Feld gestellt. Jetzt fährt er nicht weiter, weil er denkt, er muss erst den da drüben voll machen. Nein, 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 nein. Der kommt erst später dran. Aha, jetzt hat er es geschickt. Okay. Schnell zum Traktor, sonst schaffen wir es nicht. Jawohl, und weiter geht's. Noch gar nichts reingemacht da. Wahrscheinlich wie viel zu viel Anhänger hier zu stehen. So viel Silage wird wahrscheinlich gar nicht zusammenkommen. So, das geht natürlich eine Ewigkeit da. Und das bloß der kleinste Anhänger. Er fährt da irgendwie mit wie viel km/h ist der da eigentlich am Ernten? Mit 9 oder so, glaube ich. Weiß gar nicht, ob ich so langsam fahren kann. So, wir haben 60% im Anhänger drin. Ein bisschen fehlt uns noch. So, versuchen wir da langsam mitzuhalten. Die gleiche Geschwindigkeit ist noch schwierig. So, 100%. Genau. Okay, wir holen den nächsten. Ganz schnell, irgendwo müssen wir doch abbiegen. Lassen wir den nämlich gerade hier stehen. Und machen mal den nächsten Anhänger ran. Und sollten aber noch mal zu unserem Holmer schauen, was der da macht. Vielleicht müssen wir den noch auftanken gehen. Ich denke, wir schalten mal zum Holmer nochmal. Der ist da am Gülle fahren, damit der da keinen Scheiß macht. Weil ich glaube, der ist nämlich leer. Mein Geld geht nämlich weg wie Heu. So. Wo ist denn der wieder? Aha. Okay, er ist alle. Ich sehe schon, er ist alle. So, wir fahren schnell mal zu den Kuhstall. Schauen, ob der ein bisschen Gülle für uns hat hier. Ob die Kühe schon ein bisschen Gülle produziert haben. Und dann müssen wir einfach schauen. Oben habe ich doch noch so Container hingestellt. So ein Feldrandcontainer. Da sollte doch auch schon Gülle drin sein. Wie geht denn das wieder? Eigentlich muss ich doch bloß. So, genau. Ja, in der Zeit wollte ich sagen, seppen wir zurück da. Genau, in der Zeit machen wir noch ein bisschen Mais-Silage, solange wie der da am Füllen ist. Wir haben noch nicht mal eine Reihe weggeputzt hier. Der erste Anhänger ist schon voll. So, weiter geht's. Yippie-yay, Schweinebacke. Der Traktor wird immer schneller. Ja. Bin ich ins Mähwerk gefahren oder was? Wir sind zu dicht am Feld. So, hat er noch keinen Platz oder was? Immer noch zu dicht. Ja, wir sind einfach zu dicht. Jetzt ist besser. Jetzt müssen wir doch gleich mal am Ende vom Feld angekommen sein. Na, wenn ich zu schnell fahre, dann weiß er auch nicht wohin. Er macht überall mal ein bisschen rein, ne? Jawohl. Gar nicht so einfach da die gleiche Geschwindigkeit zu halten. So, 50% oder was?
So, erst am Wenden, dann wenden wir auch. Oh, hier sind Bäume. Da haben wir aber Glück gehabt jetzt. Okay, jetzt müssten wir. Was machst du denn? Jetzt sollten wir dann langsam schauen, was der Holmer macht. Der müsste jetzt eigentlich das erste Fass wieder gefüllt haben. Und das zweite müssen wir noch füllen. Warte, wir schalten gerade mal zurück. Wo ist er denn? Da ist er. So, 18.000. Passt denn hinten mehr rein, oder was? Das alle, oder wie? Oder bin ich schon zu weit gefahren? Das ist der Anhänger. Jetzt da zu weit oder wie? Da ist da wirklich nichts mehr dran. Moment, wir können ja gerade schauen. Glück, Glück, Glück. Glück ist alle bei der Kühe. Müssen wir noch mal zur Biogasanlage? Verdammt. Wieso ist denn die Gülle schon alle? Die haben ja nicht viel Gülle gemacht in der letzten Zeit. Wir brauchen mehr Güllekühe. Gülle und Mistkühe. So, ist denn hier noch was für uns zu holen? Jetzt sieht auf jeden Fall so aus, ob wir da noch was bekommen. Wir machen noch ein bisschen Mais-Silage. Yippie. Genau so will ich das haben. So sieht das doch cool aus, ne? Frontansicht. Wir könnten natürlich auch hinterm Häcksler die Anhänger hängen und müssten den selber fahren. Bleibt das gleiche. Fahren muss sowieso jemand. So, 100%, okay. Das ist schon mal gut. Jetzt suchen wir den nächsten Traktor. Genau. JCB nehmen wir doch. Da haben wir den Ladewagen. In den Ladewagen können wir auch Silage laden. Jawohl. Ich glaube, ich habe hier bloß einen einzigen auf der Karte. In diesem Spiel, aber der ist eigentlich Durchschnittsgröße, passt ordentlich was rein. So, schauen wir mal, ob das geht. Jawohl. Habt ihr das gesehen? So, da geht nämlich irgendwie eine Menge rein. Ich denke, die Anhänger werden reichen hier für unser Feld, die ich da parat gestellt habe. Dann können wir nachher alles rüberfahren, gleich in die Biogasanlage. Und dann könnte man eigentlich hier mit den Holmer wieder Mais einbringen. Ah ne, wir müssen erst pflügen. Stimmt, brauchen noch einen Traktor zum Pflügen. Nein, wir kaufen doch für den Holmer so einen riesen Pflug. Das wäre doch cool. So irgendwie 12 Meter oder so. Mit seinen 600 PS sollte das doch kein Problem sein. Dann kann er nämlich seine Rüben und sein Mais selber ansäen. Genau, das werden wir doch machen. So, wir haben noch nicht mal 50% und schon 16.000 drin, ne? Fast Track. Oh, wir sind am Ende angekommen. Da schauen wir fast noch eine Reihe. Fast. 54%
vom Anhänger haben wir gefüllt. So, ich weiß nicht, ob ich da vorbeikomme. Wohl. Wir sind da, Junge, wir sind da. Es kann weitergehen. Wir machen Mais. Silage. So, und dann brauchen wir noch einen, der unser Feld pflügt. Dafür wollen wir mal den Holmer einspannen. Der müsste mittlerweile eigentlich auch langsam gefüllt sein. Denke ich. So, jetzt habe ich schon 74% und das Feld ist noch. Das ist ja noch riesig. Okay, vielleicht müssen wir doch zwischendurch noch ein, zwei Anhänger wegbringen. So, wir schalten doch aber jetzt mal zum Holmer wieder zurück. Wo ist denn der? Da ist es. 92%, das heißt, hier ist denn auch leer. Boah, ey, wie soll ich denn mein Feld düngen, wenn nirgendwo mehr Gülle ist? Keine Gülle zum Düngen. Müssen wir noch Gülle kaufen? Mein hart verdientes Geld wieder für Gülle ausgeben. Super. So, auf jeden Fall sieht es cool aus da mit den Holmer und den Anhänger. Den Gülle-Anhänger von Zumhammer. Ja, komm, fahr weg da mit deinem blöden GX3 oder X5 vom BMW. Nur wenn nicht BMW dran steht, erkennt man es ja doch, was das für ein Auto ist. So, ich sehe gerade, meine Gewächshäuser stehen bloß so da, da wächst gar nicht. Oh, wir haben da noch recht zu düngen, sehe ich gerade. Da ist ja noch nicht so viel. Haben wir nicht mal die Hälfte vom Feld. Und jetzt schon kein Dünger mehr? Scheiße. Genau, und fehlt die Scheiße. Was haben wir denn eigentlich an... was wurde hier eigentlich an Mist? Misthaufen haben wir... Puh, auch nicht so viel. 66.000. Okay, in der Zeit, wo der da Gülle ausbringt, machen wir doch noch schnell ein bisschen Silage weiter. Jawohl. Oh, wir sind wieder viel zu schnell. Hört der auch auf, oder was? Wenn voll ist, ist voll, Junge. Okay. Lassen wir den auch erstmal da. Jetzt haben wir noch den da. Dann gehen uns bald die Anhänger aus. Da müssen wir langsam, müssen wir schnell rüberfahren zur BGA. Und noch ein, zwei abkippen gehen. So, aber jetzt... Agroline und den jetzt komme ich auf den Namen nicht. Lamborghini Traktor vorne dran. So, ja, mach doch erst hinten, wenn du willst, ist mir doch egal. Weiß ich nicht, wonach sich das richtet, wenn sie erst hinten füllen und dann erst vorne, anstatt sie das machen, was dichter dran ist. Ich glaube, das geht daher, was zuerst gekauft worden ist oder was nicht. Das ist irgendwie vom Spiel ein bisschen blöd. Sag ich mal, blöd. So, wir sollten jetzt gehen, noch schnell schauen, wo der Holmer ist. Nicht, damit der schon wieder wendet. Wow! Das nenne ich mal Timing. So, er hat noch wie viel Prozent? 15, aber bloß noch 38%. So, jetzt haben wir da oben Gülle-Anhänger. Gülle-Anhänger. Feldrand-Container. Ich weiß aber nicht, ob überhaupt was drin ist. Wenn, dann sicher nicht. Ach du Scheiße, da ist ja eigentlich auch nichts drin.
Aber das, was drin ist, nehmen wir einfach noch raus. Jetzt haben wir einfach das Problem, unten können wir eigentlich nicht auffüllen. Was 50%? Aha. Jetzt wird er erst voll eigentlich. Aber wir brauchen noch viel, viel Dünger, damit wir da das Feld düngen können. Verdammt. Ich dachte, das würde reichen. Und die Kühe produzieren nicht so schnell, damit wir da wieder was füllen kriegen können. Wir warten das nächste Mal, bis die Tanks bis oben hin voll sind. So, das sieht ja schon mal gar nicht so schlecht aus. 98%. Jawohl. Okay, schicken wir den zurück. Und auf der anderen Seite. Warte mal, wo habe ich jetzt da gedüngt? Da hinten erst. Mann, ey. Das ist doch Kacke. Das ist doch Kacke mit dem Düngen. So, los geht's. Vielleicht fährt er jetzt auch zu dicht. Nein. Eigentlich sieht es gar nicht so schlecht aus. Jawohl. Der Holmer will düngen und wir haben keine Gülle mehr. Der Holmer will Gülle streuen. Aha, ich kann ja gar nichts einschalten. Weil ich selber gar nicht fahre, sondern nur der Helfer. Wir haben keine Gülle mehr. Keiner hat mehr Gülle. Aha. So, hier sind wir noch stehen geblieben. Es wird auf jeden Fall spannend, wie das weitergeht hier mit der Gülle. Wenn wir nichts mehr haben, können wir nichts mehr streuen. Müssen wir konventionellen chemischen Dünger verwenden. So, wir machen dann weiter mit unserer Mais-Silage. So, der Traktor dreht, der Traktor dreht auch um, weil der Mähdrescher umdreht. Der Mähdrescher, der Häcksler. So, unser toller Lamborghini-Traktor. Da gibt es ja diesmal gar keinen beim 17er Spiel. Oh, ich bin glaube ich zu weit weg. Erst bin ich zu dicht, dann bin ich zu weit. Nichts kann man richtig machen. Ja, was machen wir jetzt mit der Gülle? Ich denke, wir werden noch mal den Mist wegfahren. Dann haben wir auch schon mal ein bisschen. Müssen wir wieder einen Traktor besorgen und den Miststreuer beladen. Okay, ich gehe mal schauen. Und wie das weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal hier in Westbridge Hills. Seid gespannt, ich weiß es auch nicht.